Abend wünsche ich euch. Heute seht ihr mich mal aus einer anderen Perspektive. Ja, und zwar aus diesem Grund, weil ich heute ein Roomtour-Video drehen werde. Roomtour aus dem Grund, wir wohnen ja mit meinen Schwiegerleuten in ein Haus. Und wir haben insgesamt 4 Zimmer. Einmal das Zimmer von meinem Freund, also das Zuckerzimmer. Dann, das zeige ich euch aber nicht. Dann das Zimmer von meiner Tochter, das zeige ich euch auch nicht unbedingt, weil ich will die so gut wie möglich da raushalten. Und dann unsere anderen 2 Zimmer. Wenn man es genau nimmt, ist es ein großes, weil es nicht direkt aufgeteilt ist, aber ich sage immer 2, weil die Galerie oben ist ein Extrazimmer, finde ich. Ohne große Umschweife fange ich dann auch schon mal an. Und zwar befinden wir uns hier oben, voilà, Moment, in der Galerie. Hier seht ihr schon meinen Schminkbereich. Computer, also Laptop und so, wo ich die Videos schneide, eine Tasse. Und hier, ach, da kann ich euch jetzt meinen neuen Stuhl zeigen, den, wo ich zu Weihnachten bekommen habe, für meinen Freund. So sieht der aus. Ich finde ihn mega cool. Und hier schminke ich mich eben. Hier ist mein Schminkbereich. Und hier ist meine Schminke drin und hier ist meine Schminke drin. Und hier sitze ich eben jeden Tag. Hier ist noch ein Wattepad. Unser Fenster. Hier seht ihr meinen Schmuckschrank, meine Uhren, meine Schminktücher, also Haarbänder. Meine Taschensammlungen. Das befindet sich hier, dann drehen wir uns einmal. Hier ist dann das Bett. Da ist eine Rumpelkammer, die zeige ich euch jetzt auch nicht. Hier habe ich so eine Collage gemacht. Also hier kommen immer meine aufgebrauchten Sachen rein. Karton von BH Cosmetics. Und hier habe ich so eine kleine Sammlung, da sind die Kartons, da habe ich mal von L'Oréal, oder? Ja, von L'Oréal Paris was zugeschickt bekommen. Die Verpackung von Mascara. Hier habe ich was zugeschickt bekommen, mein Weihnachtsgeschenk. Alien-Packung von Zu Eva, die Packung von Too Faced, eine Packung. Das habe ich hier so halt aufgestellt, die schönen Verpackungen, damit es ein bisschen schön aussieht. Hier sind Bücher und bla bla bla. Und hier, da kam Zuwachs, weil das habt ihr ja schon in meinem Pflegevideo gesehen. In meinen Parfüm- und Pflegesachen. Da kam jetzt Zuwachs hinzu. Meine künstliche Blume. Ja. Und so sieht eben die Galerie aus. Ich mache nochmal einen Rundumschwung. Also ist eigentlich ganz unspektakulär. Hier ist dann die Treppe, wo echt mega gefährlich ist, vor allem nachts, deswegen haben wir hier so ein Licht. Jetzt verlassen wir quasi das eine Zimmer, kommen wir zu unserem Wohnzimmer. Hier haben wir dann die Couch, schaut euch nicht so genau um, da steht die Flasche von meiner Tochter, eine Blume, eine kleine. Unsere Couch. Bild. Hier kommt man eben von außen rein. Unser Fernseher, da läuft gerade keine Ahnung was, Boss Baby.
Und da kommt man dann eben hoch. Mülleimer, Hocker von meinem Kind. Eine sehr schöne Palme. Und hier haben wir noch, da hinten haben wir unseren Kleiderschrank, wo ihr auch schon Hemd seht, ne, Alexa. Da oben stehen immer unsere Koffer, wenn wir verreisen. Ja. Und hier haben wir, da bin ich besonders stolz, hier haben wir so eine Kaffeepause, also so eine kleine Kaffeebad mit Tassen, Kaffeemaschine. So eine richtig schöne kleine Kaffeebar eben. Mit Mini-Kühlschrank. Bilder von uns. Aquarium, wo mittlerweile keine Fische die Bewohner sind, sondern nur noch Schnecken. Oh Gott, Entschuldigung. Und hier steht noch der Christbaum, den wir aber mal abbauen sollten. Minimausbilder. Jo. Und das ist eigentlich sozusagen, das Wohnzimmer habe ich eigentlich sozusagen fast allein gestaltet hier. Es ist sozusagen mein Reich, also unser Reich. Ja, und es ist nicht groß, es ist schon klein. Wie gesagt, wir leben in einem Haus und die anderen Räume möchte ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weil ich auch nicht, also weil ich denke, dass da auch die Schwiegereltern so damit einverstanden wären, wenn ich da einfach ihre Räume zeige. Habt bitte dafür Verständnis, aber die Räume, wo unsere sind, sozusagen, habe ich euch mal gezeigt. Irgendwann kann ich vielleicht euch mal das Kinderzimmer zeigen und so, aber ja. In diesem Sinne, das war es auch schon. Es ist klein, aber fein und wir fühlen uns hier wohl und ja. In diesem Sinne sage ich mal bis bald und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und fleißig abonnieren. In diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst euch nicht stressen und bis bald.